gut, kommt immer wie besser. Merci. Woche für Woche ein bisschen mehr mitmachen. Heute habe ich das erste Mal so etwas in Richtung Spiel dürfen machen. Das macht Freude. Ja, das sind so Highlights, halt, wo man enorm Freude hat. Das ist, glaube ich, so etwas wie an einem Superfinale zu treffen, wenn man gesungen ist. Dass man halt auf solche Sachen enorm Freude hat, an die kleinen Meilensteine. Ja, grundsätzlich ist es eigentlich noch anstrengend, weil man zusätzlich halt gleich noch meine Sachen für das Knie spezifisch machen. Aber ja, so das Mannschaftsgefühl ist halt schon wertvoll. Und dann hat man auch immer so ein bisschen vor Augen, für was man arbeitet, weil es halt doch über eine längere Zeit ist. Man ab und zu ein bisschen den Fokus verliert. Dann sieht man eigentlich jede Woche, okay, da will ich wieder zurück. Es ist halt immer noch so die imaginäre Bande vor einem, aber Stück für Stück schaffen wir es daher. Sie sind sicher noch ein bisschen nachtragend vom frustrierenden Köppel aus ihrer Verlängerung und sind auf Revanche. Für uns gilt jetzt nach der Nazi-Pause eigentlich gerade schnell wieder zusammenzufinden. Wir hatten zwei Trainings mit der Mannschaft, was sicher nicht ganz einfach ist. Von dem her könnte es eine enge Geschichte werden, sicher sehr kampfbetont, was aber sicher auch spannend ist. Und für mich als Zuschauer ist es ein enges Spiel. Spannend. Also ich denke, es ist eine komplett andere Halle vom Erscheinungsbild als Zuschauer. Also man kann sich viel besser auf das Spiel konzentrieren, weil halt weniger Ablenkung ist auf dem Boden. Ja, das Extrembeispiel Sumiswald mit den enorm vielen Linien, da fällt es als Zuschauer schwierig, das kleine Bäuli immer zu sehen. Und von dem her finde ich es schon als Zuschauer einen grossen Mehrwert, dass man eine transparente Unterlage hat, die die gleiche Farbe hat. Und ich glaube, als Spieler ist es auch etwas mega cooles. Es ist eine Halle, die komplett anders daherkommt. Also, letztes Jahr zu Meienfeld eigentlich eine Halle, die wir waren, die plötzlich anders erscheint, nur weil der Boden drin ist. Das macht es auch viel mehr Spass zum Spielen.